Hallo ihr Lieben, ich habe ein neues Video, ich habe eingekauft. Also das könnt ihr jetzt wahrscheinlich schon singen, aber ich habe so coole Sachen gefunden, da werdet ihr staunen. In meinem letzten Haul habe ich euch ja gezeigt, dass ich mir hier solche Gießpulver gekauft habe, hier dieses Resin. Und da musste ich mir jetzt noch ein paar Formen bestellen, weil das so viel Spaß macht. Das macht so viel Spaß. Ich bin mal wieder nicht vorbereitet. Ich hole euch mal schnell was. Da habe ich nämlich schon mal ein bisschen rumprobiert und so ein paar Anhängerchen gemacht. Und das ist so niedlich. So niedlich. Also sie sind jetzt relativ dick. Ich habe ja da jetzt noch nicht so viel Übung damit. Ich werde die mal ein bisschen dünner gießen. Hier habe ich mir einfach so ein Bändchen dran gemacht und habe, ich hatte euch ja diese Einleger gezeigt, die hier dabei sind, wie so Gummistempel. Und jetzt habe ich mal meine Silikonstempel einfach dafür genommen, in die Form reingelegt, das drauf gegossen und schon hat man einen Geschenkanhänger. Also das ist so... Ja, wie Gips, würde ich sagen. Ich weiß nicht genau, ob das... Aber es wird so eine Gipsart sein. Aber wie gesagt, mir sind sie etwas zu dick geraten. Ich muss da üben. Und hier ist auch ein Stempel gewesen. Ein ganz normaler Silikonstempel. Und da steht jetzt drauf, hier steckt Liebe drin. Also ich finde das Zeug so, so genial. Das geht rucki zucki, man rührt sich das an. Und... Lässt es trocknen eine halbe Stunde und dann nimmt man es raus und dann lässt man es noch ein, zwei Tage richtig durchtrocknen. Kommt jetzt auf die Dicke eurer Anhänger an. Aber da könnte ich komplett ausrasten. Das ist so, so schön. Das mache ich auch mit meinem Kind zusammen. Die färbt sich das immer gerne ein. Ich bin ja komplett für weiß, so was Deko oder so angeht. Ja, auf jeden Fall habe ich mir bei Raya noch mal was bestellt. Und zwar einmal Betonhäuschen. Ich wollte das Häuschen in der Größe. Ich wollte eigentlich das nicht mit Beton machen, meine Bastelei. Aber weil hier jetzt dieses Set, es gab es jetzt halt nur mit Beton in der Größe. Man kann es sicherlich auch in Beton gießen, das werde ich auf jeden Fall auch probieren. Aber eigentlich will ich es mit diesem Resin-Kram machen. Ich hätte es mal auspacken sollen, aber es geht auch so. Hier ist drin einmal Schleifpapier, dann hier so ein schöner Einleger wieder mit, Entschuldigung, Home, spiegelverkehrt, Quarz, was zum Umrühren. Dieser Beton, ja, werden wir auch benutzen und dann diese Häuschenform. Das hat gekostet 9,99 Euro, dieses Set. So, einmal das. Den Müll lege ich mal beiseite. Dann habe ich mir noch mal bestellt Gießformen in Dreier-Set, also so oval, länglich, deswegen hauptsächlich, und in rund. Ich wollte es aber hauptsächlich deswegen, weil da habe ich gedacht, da kann man so schöne Anhänger machen. Das ist jetzt relativ tief, aber wenn man da jetzt nur so ein bisschen reinmacht, denke ich mal, das wird richtig schön. Diese haben gekostet 7,49 Euro. Dann nochmal die Häuser in groß. Finde ich als Deko, also wenn Weihnachten ist, die stehen natürlich auch auf der Liste. Vollkommen klar. Aber guckt euch doch das mal an. Ist das nicht schön? Das ist so schön. Wie groß sind die? 13,5 und 16,5 cm hoch. Zwei Häuser haben gekostet 7,99 Euro. Und dann, die finde ich ja mega. Da habe ich auch schon so viele Ideen im Kopf. Ist euch das zu dunkel? Ich weiß nicht. Machen wir uns mal an.
solche Federn, auch Gießform. Und die haben so richtig hier so, also wirklich wie Federn sieht das aus. Das werde ich auf jeden Fall dieses Wochenende machen. Die haben gekostet 7,99 € und da hat man zwei, vier, sechs Federn. Wenn man das wie so eine Girlande oder so, oh, wie so ein Windspiel. Das werde ich mal machen. Weil ich das immer gerne habe, wenn man dann hier so vielleicht so ein paar Hölzchen noch dran macht und die klimpern aneinander. Irgendwie so. Dieses. Und dann habe ich mir noch mal, auch für Geschenke fand ich das so schön, so Tech-Anhänger. Habe ich mir zweimal genommen, weil eins gießen, das, ja, bin ich dann, habe ich immer nur eins, also ich will zwei. Deswegen habe ich mir zwei mitgenommen. Da hat eins gekostet 3,29 €. Sind ein bisschen anders, die sind ja so aus so hartem Plaster und die sind, glaube ich, aus Silikon oder so. Das. Und dann gibt es ja diese Modelliermasse immer beim Action. Da habe ich mir mal hier so einen Roller genommen. Ich habe das sonst immer mit einer Flasche oder so gemacht. Aber das habe ich jetzt durch Zufall da gesehen und habe gedacht, das nehme ich mir jetzt auch mal mit. Weil das nämlich auch Spaß macht. Das ist ja von der Konsistenz so ähnlich wie das, wenn es getrocknet ist. Und da mache ich jetzt ganz viel damit. Habe ich mir vorgenommen. Der hat gekostet 7,99 €. Das war das, was ich mir noch bei Raya bestellt habe. Als Nachschlag. Dann habe ich mir bei Amazon auch noch so ein paar Förmchen gekauft. Einmal diese. Auch als Geschenkanhänger. Da hat man einmal nur dieses so ringsrum und einmal das volle Herz. Hier weiß ich nicht, was es gekostet hat, aber ich verlinke euch wie unten, wie immer, unter dem Video in der Beschreibung meine Amazon-Oberfläche. Da ist alles drin. Was ich euch jetzt so zeige bei Amazon, wenn ich es nicht vergesse, ich vergesse es immer, wenn nicht, erinnert mich dran, schreibt es einfach rein hier. Du wolltest die Links da reinstellen. Da könnt ihr nochmal gucken, was das gekostet hat. Dieses. Dann habe ich mir auch bei Amazon diese eigentlich Silikonkuchenform. Aber weil ich ja nicht backe, ich bastel nur. Bei uns gibt es nichts zu essen so oft, weil ich keine Zeit habe. Ich habe hier nämlich andere Sachen zu tun als immer. Kinder wollen immer zu was essen, aber naja, ihr wisst schon. So, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, bei diesen Formen, wenn ich hier von diesem Raisin was reinschütte und dann die reinstelle, habe ich dann so eine Schale. Je nachdem, wie hoch ich dann das hier reingieße oder eben nur so für ein Teelicht oder für eine Kerze oder so als kleines Schälchen oder als Untersetzer. So war mein Plan dahinter. Dieses. Also alles für mein anderes Hobby, was ich jetzt noch gefunden habe, weil ich ja habe ja kein Hobby, wo ich was zu tun habe. Deswegen suche ich mir noch ein anderes. So, dann auch noch mal bei Amazon auch noch mal so Gießformen. Da kann man einmal. Ach, das hat hier sogar noch so Waben in drinne, oder nicht? Nö, sieht nur so aus. Okay, auf jeden Fall so. Ich weiß noch nicht, wie das geht mit dem Rausmachen. Muss ich probieren. Dann hier, da habe ich gedacht, schön als für Stifte oder so. Als Stiftehalter, weil das gießt man ja dann nur so da in die Mitte. Das ist eigentlich für, wie heißt das? Epoxidharz oder wie das heißt. Aber ich werde es mal probieren, ob das dafür auch geht. Dieses. Das war so ein Set, da kann man noch hier so Diamanten. Gut, das werde ich jetzt wahrscheinlich. Oder doch mit dem Strick rein. So, naja, okay, das. Dann kann man sich hier noch einen Aschenbecher machen. Nee, das ist nicht hier. Hier ist der Aschenbecher. Ja, das werde ich nicht machen. Werde ich vielleicht hier drin das nehmen oder mal schauen. Dieses dann noch einmal in der Form. Und noch einmal als richtiger Untersetzer. Dann war hier dabei noch, weil das eben für dieses Epoxidharz gießen ist,
solche Stäbchen, Pipette und ja, diese Umrühr oder was man da auch immer macht. Kann man aber für was anderes sicherlich verwenden. So, das war alles für das neue Hobby, Raisin gießen. So, ach nee, eins fehlt noch auch von Amazon, Formtrennwachs, weil ich alles jetzt als Form benutze und wenn man das hier da aufträgt, dann rutscht das besser raus. Bei diesen Formen braucht man das nicht. Da geht das von alleine ganz gut raus. Aber wenn ich jetzt so irgendwas nehme, was eigentlich nicht als Form gedacht ist, werde ich das damit vorher einreiben. Und dann soll das angeblich gut daraus flutschen. So, das war das. Wir machen mal ein bisschen Platz, weil wir heute viel zu tun haben. Bei uns ist es so warm, ich weiß nicht, wie viel Grad sind. Also drinnen kann man es eigentlich nicht aushalten. Bei uns ist es sehr warm im Haus und draußen kann man es auch nicht aushalten, weil man überall schwitzt. Aber wir wollen nicht meckern, ich bin froh, dass es so ist. Gell? So, dann habe ich mir, wir bleiben mal bei Amazon, bevor wir zu den nächsten zwei Shops kommen. Endlich, das kostet jetzt nicht die Welt, aber ich habe das immer vor mir hergeschoben. Weiß ich auch nicht warum. Ein Langarmtacker und entsprechend die Nadeln dazu, weil man mit diesem Teil, ich habe einen Tacker, aber nur einen normalen. Und mit diesem guten Stück kann man nämlich erstmal bis zu 50 Seiten mit einmal tackern. Und dann kann man auch noch, ich glaube, bis zu A3 geht der. Ui, ja. Also kann man dann, machen wir mal ein Stück Papier, quasi das bisschen Rinde reinschieben und kann das hier tackern. Ja, der ist nicht geladen, ist nichts drin, aber so, wisst ihr? Und auf jeden Fall bis zu 50 Seiten. Das fand ich schon mal mega interessant. Ich gucke mir das alles nochmal in Ruhe an. Und weil ich mir nämlich ein paar Notizbücher machen will, man kann das natürlich auch machen, hatte ich euch schon mal gezeigt, verlinke ich hier das Video, wie man das mit diesem anderen Tool, also mit so, nähen machen kann. Sticken, nähen. Also ihr wisst, was ich meine hier, dieses, ich verlinke euch das Video, kann man auch mit Strick machen, aber das wollte ich gerne mal probieren. Hier hat 1,97 Cent gekostet oder so. Ich glaube insgesamt diese drei Sachen, also mit dem Tacker, waren 12 Euro oder so. Das gab es noch bei Amazon. Und dann war es immer nicht vorrätig. Und dann war es vorrätig. Und dann konnte sie wieder nicht. Sie hat sich im Warenkorb getan und dann auf der Wunschliste und dann doch wieder in den Warenkorb und dann aus Versehen auf Bestellen gedrückt. Und zwar, tada! Ich habe mir jetzt die große Box von den Ohuhu-Markern noch geholt, weil, guckt euch an, die sind so schön. Ich habe noch die Chameleon-Marker, die werde ich verkaufen. Die Action-Marker nehme ich ja auch nicht mehr. Aber die hier, da freue ich mich. Da freue ich mich so. Die gehen so schön. Pinselspitze. Und wie beim Action diese auch. Ihr habt dabei immer so eine Unterlage. Das finde ich richtig cool, wenn ihr jetzt in irgendeinem Heft, ich habe jetzt keins zur Hand, wenn ihr in einem Heft, in Bullet Journal oder so, irgendwie da was malen wollt oder kolorieren, dann habt ihr hier eure Seite, hier ist jetzt die nächste Seite und da legt ihr euch das dazwischen, koloriert und das kann ich durchdrücken. Das finde ich richtig cool, habe ich jetzt drei Stück, weil ich drei solche Sets habe. Finde ich mega, kann man sicherlich auch für was anderes verwenden. So, dann ist noch dabei, hier so eine Farbübersicht, 120 Farben und ein Blender. Gibt es in dem Heft, in dieser Variante. Ja, dann hat man hier noch so eine Farbübersicht
Und wenn die, das finde ich nämlich ganz cool, wenn die Spitze hier irgendwie ausgefranst ist, kann man die rausziehen, umdrehen, nimmt es von der anderen Seite. Ja. Und das ist dabei und dann hier so ein Swatch-Übersicht. Das finde ich sehr cool, dass die das mit dazu machen. Und das werde ich nämlich heute noch machen. Das fetzt nämlich. So, dieses Täschchen habt ihr dabei und das hat dann noch mal hier so hier, seht ihr das? Hier so eine Einteilung. Ich weiß nicht, ob ich das hier drin lasse, obwohl es nicht schlecht ist, wenn ich mal rausgehe. Weil bei dem Wetter sitze ich dann doch schon lieber draußen. Und da kann man das Täschchen eigentlich immer schön mitnehmen. Mal schauen. Also die. Ich verlinke euch alles, was euch interessiert, könnt ihr euch gerne anschauen. Und was nicht, das guckt euch nicht an. So, jetzt habe ich noch einmal bei. Ne, wir machen noch mal bei. Sag's doch, Faltkarten bestellt. Aber das hier vorher noch, habe ich mir noch mal so ein Markerpapier. Das ist jetzt auch vom Amazon. Ich glaube, das hat 7 € gekostet. 50 Bögen sind da drin. 75er Grammatur. Das habe ich nicht gesehen. Das ist relativ dünn. Aber ich habe gedacht, vielleicht geht es schöner zum Ausschneiden. Ich werde es probieren und euch berichten. So, das war's jetzt auch mit Amazon. Jetzt machen wir Faltkarten. Und nach Faltkarten kommt der Oberkracher. Da habe ich das erste Mal bestellt. Bei dem anderen, was ich euch gleich zeige. Und das ist der Oberkracher. Ich sag's euch. So, Amazon rutscht mal ein Stück zur Seite. Jetzt kommt erstmal Faltkarten. Ach, den hässlichen Karton tun wir weg. Das ist nicht schön. Da gab es. Also einmal ein Distressoxide, das hatte ich noch nicht. Antikel Linen. Finde ich eine sehr schöne Farbe. Habe ich mir einmal das mitgenommen. Dann habe ich mir zweimal das mitgenommen. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, die waren auch sehr teuer. Aber hier ist tatsächlich nur so ein bisschen drin. 12 Teile. Ich weiß jetzt nicht, was das gekostet hat. Hier ist auch keine Rechnung dabei. Oder so. Ja, weiß ich jetzt leider nicht, was das gekostet hat. Ich glaube aber, die waren nicht so ganz billig. Aber naja, jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich es gekauft, weil ich immer nicht lese. Da bin ich selber dran schuld, ganz einfach. Kann ich niemandem einen Vorwurf machen. Aber die. Und die. Also ich muss mir das tatsächlich mal angewöhnen, einfach zu lesen. Oh, ich weiß nicht, was das ist. Ich gucke mir das an. Och, schön. Rein in den Korb und dann denke ich, ja, Preis okay, aber ja, für 12 Teile, hier sind 17. Naja, selber dran schuld. Das. Dann habe ich mir direkt von Faltkarten ein Stempelset mitgenommen. Dieser Deckel hier, was ist mit dir? Das heißt kuschelige Weihnachtsgrüße. Finde ich nicht, dass man das jetzt unbedingt für Weihnachten nehmen kann. Das kann man für Herbst genauso nehmen. Und wenn man die Mütze ein bisschen anders anmalt, natürlich auch. Aber hier, ich fand die Katze so cool. Die fand ich so genial. Gemütliche Feiertage und kuschelige Weihnachtsgrüße heißt das. Dann habe ich mir mitgenommen von Simple Stories einmal School Life. Immer noch für mein altbekanntes Projekt. Musch. Ich hatte doch schon eine Cuttermesse, oder? Wo habe ich das hingelegt? Ich will mir das mal sagen. Na. Immer noch für das altbekannte Projekt für die Klasse von meinem Sohn. Können wir mal schnell durchblättern. Niedliche Farben. Ach, das ist ja cool. Doppelseitig bedruckt. Ja, finde ich ganz niedlich für Jungs. Ich bastel sehr ungern für Jungs. Hier wiederholt sich's, weil ich das irgendwie nicht. Ich mache das nicht so gerne. Keine Ahnung. Es fällt mir immer ein bisschen schwer.
das. So, und dann haben wir noch ein bisschen Papier. Da habe ich mir mal so ein paar Basics mitgenommen, weil ich die echt schön finde von Faltkarten. Einmal hier in Taupe, 28 Bögen mit 7 Motiven. Wo ist hier das hier? Also wir blättern es jetzt nicht alles durch, ich will nur mal so ganz groben Überblick. Also einseitig bedruckt. Und genau eine Farbe halt. Aber eben verschiedene Muster und das finde ich so schön. Das Papier ist schön glatt. Stärke. 170er Grammatur, sehr schön. Also die finde ich mega. Diese ganzen von Faltkarten hier, diese Motivpapiere, finde ich echt schön. Das Ganze habe ich mir nochmal in groß mitgenommen. In Achatgrau. Ich nehme mir die gerne in 12x12, weil ich habe jetzt ganz oft diese Slimline-Karten gemacht oder DIN-Lang-Karten, je nachdem. Und da fehlt mir solche Basic-Papiere. Ich habe in klein, habe ich ja einige. Und ja, reicht nicht für eine Slimline-Karte. Deshalb mussten da jetzt ein paar größere mit. Dann das Ganze nochmal in Schwarz-Weiß. Da habe ich es mir natürlich zweimal mitgenommen, weil Schwarz-Weiß brauche ich immer. Das wird auch so sein wie das kleine, einseitig bedruckt. Genau. Und alles schwarz-weiß. Hier ist jetzt in 7 Bögen. Also jedes nur einmal. Ja, da ist gut, dass ich es mir zweimal mitgenommen habe. Habe ich auch wieder nicht gelesen. Das schiebe es mal drunter. Dann das Ganze nochmal in Sandgrau. Das ist für mich jetzt einmal Taupe und Sandgrau, weiß ich jetzt nicht so genau, was hier der Unterschied ist. Also in der Kamera sieht das hier sowieso immer ein bisschen anders aus, aber jetzt hier tatsächlich ist es schon so gleiche, würde ich mal sagen. Ich wollte jetzt gerne mal dasselbe Motiv hier hinhalten. Naja, das ist das Sandgrau, heißt das ja, ist ein Ticken dunkler, aber muss man wirklich genau hingucken. Dann das Ganze nochmal in Petrol, aber das ist, glaube ich, doppelseitig bedruckt. Und ein gratis Motiv auf der Rückseite, das wird das sein. Auch eine sehr schöne Farbe. Ich hatte ja 2 Stempelkissen von Faltkarten, einfach weil ich es mal probieren wollte und weil ich es schön finde, wenn die Farben dazu passen. Also wenn ich jetzt hier Petrol nehme, Moment. Ich habe ja einmal in Armeegrün und einmal in Petrol mir die Stempelkissen mitgenommen. Also die gefallen mir nicht so gut, leider. Leider sind die irgendwie so billig gemacht. Das sind wie die billig Stempelkissen, die man manchmal in so kleinen hat oder so. Es tut mir leid, das zu sagen, weil ich das eigentlich gerne will, dass es gut geht. Aber ich weiß nicht, die sind nicht so saftig. Und ja, keine Ahnung. Also die von Stampin' Up sind mega, von diese Distress Oxide auch. Aber hier bin ich leider etwas enttäuscht, muss ich sagen. Weil irgendwie kommen die mir so billig vor, wenn man die benutzt. Keine Ahnung. So, dann nochmal ganz langweilig. 4 Bögen in Struktur Malve. Dann eine Packung in DIN A4 Steingrau. Und noch einmal, weil mir das große Weiß, also das 12x12 Weiß ausgegangen ist, noch einmal in Weiß. 12 Bögen. Ja, so, und jetzt habe ich in einem Shop bestellt. Ich weiß nicht, bei wem ich das bei YouTube gesehen habe. Kann mich leider nicht mehr daran erinnern, sonst würde ich es euch sagen.
Auf jeden Fall hatte die da auch bestellt und hat gesagt, er hat das gezeigt in einem Haul. Und da habe ich gedacht, wow, ich hatte ja schon mal in einem anderen Haul Papier von der Firma. Und jetzt kann man, oder habe ich gesehen, dass man bei der Firma auch direkt bestellen kann. Das ist ein polnischer Hersteller. Und ich muss das mal kurz Platz machen. Moment. Ein polnischer Hersteller, der da heißt AB Studio, AB Studio, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich hatte euch da schon mal gezeigt, was ich euch gleich zeige, wenn ich es jetzt schnell auf Anhieb finde. Ja, natürlich nicht. Hier. So, auf jeden Fall hatte ich bei Kreativ Bunt oder Craftelier mir davon was bestellt. Auf jeden Fall kann man da bestellen. Ich überlege jetzt gerade, weil es war ein bisschen schwierig. Ich bin mega zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Das sind so geniale Sachen. Seht ihr gleich, aber ich wollte mir auch mal kurz was dazu sagen. Ich habe irgendwann, ich weiß immer das Datum nicht, ist ja wurscht. Auf jeden Fall habe ich glaube Ende April, Anfang Mai bestellt. Habe per Vorkasse bezahlt. So, da kam erstmal keine Reaktion, ob das Geld eingegangen ist. Ich meine, wenn man ins Ausland irgendwas bezahlt, dann ist man ja auch immer ein bisschen, will wissen, ist das jetzt angekommen? Okay, keine Reaktion. Dann habe ich dorthin geschrieben, ob das Geld angekommen ist. Das war so anderthalb Wochen. Ob das Geld angekommen ist? Auf einmal stand dann da, habe ich eine E-Mail gekriegt. Deine Bestellung ist in Bearbeitung, weil die Stempel machen die wohl selber. Wenn man dort sich was aussucht in dem Shop, diesen Stempel möchte ich haben, dann fertigen die das nur für dich an. Und das ist mega. Also ihr habt eine Auswahl schon. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, ich will jetzt eine Blume oder was. Also ihr habt da in dem Shop die Auswahl an Stempeln. Und wenn ihr sagt, den möchte ich haben, dann wird der erst für euch speziell angefertigt. Also keine Massenware, die da irgendwo im Regal liegt, sondern das wird für euch gemacht. So. Und dann stand irgendwie, wo ich bestellt habe, stand da mindestens eine Woche, weil die das eben erst machen. Okay, gar kein Problem. So, dann habe ich, wie gesagt, danach gefragt. Dann habe ich eine E-Mail gekriegt, dass die Sommerpause vorbei ist. Und da habe ich gedacht, okay, die hatten jetzt irgendwie Betriebsferien, keine Ahnung. Und meine Bestellung jetzt in Bearbeitung ist. Okay. Nach weiteren 4 Wochen habe ich dann gedacht, oder 3, ich glaube 3, wir machen es mal nicht ganz so schlimm, ich sage jetzt einfach mal 3, habe ich dann gefragt, was ist jetzt mit meiner Bestellung? Dann und dann habe ich die E-Mail gekriegt, dass es in Bearbeitung ist. Da habe ich gar keine Antwort bekommen. Habe ich nochmal, ich glaube, eine knappe Woche gewartet und dann habe ich geschrieben, also entweder erfüllen Sie jetzt Ihren Vertrag oder sagen mir, woran es liegt, oder ich trete von der Bestellung zurück. Weil ich dann auch ein bisschen stinkig war, weil wenn da gar keine Reaktion, ich habe Verständnis dafür, wenn irgendwas lange dauert, aber dann möchte ich es wissen. Dann sagt es mir und dann weiß ich, okay, es dauert. Wie lange kann keiner sagen, dann kann ich auch Stille halten. Aber zu sagen, deine Bestellung wird bearbeitet und dann passiert aber gar nichts, mal so eine Zwischenmeldung oder keine Ahnung, und dann schreibe ich eine E-Mail und dann kriege ich gar keine Antwort. Also da war ich dann schon ein bisschen stinkig und habe das auch so in meiner E-Mail ausgedrückt, dass ich entweder sagen Sie mir, woran es liegt, wie lange es noch dauert, oder ich trete vom Vertrag zurück. Und auf jeden Fall habe ich da als Antwort gekriegt, ja, wir sind ein Unternehmen, was überall hin liefert und die Stempel selber machen. Ja, ist doch überhaupt kein Problem. Hat doch auch keiner abgestritten. Aber wenn das so ist, dann kann man doch, wenn man fragt, wie ist der Zwischenstand der Bestellung nach 4 Wochen, wo es heißt, es ist in Bearbeitung, es hätte doch auch verloren gegangen sein können, das weiß ich doch nicht. Also das fand ich.
Also wenn ich danach frage und man sagt, sagt mir, es dauert noch, ist das vollkommen in Ordnung, da habe ich kein Problem damit, aber ich möchte es bitte wissen. Okay? Sonst macht man sich ja Gedanken, ist doch logisch. Haben aber dann netterweise noch hingeschrieben, wir legen dir noch was ins Päckchen, das hätten sie gar nicht machen müssen. Das ist ganz lieb, da freue ich mich natürlich mega drüber, aber das wäre gar nicht nötig gewesen, wenn sie einfach gesagt hätten, okay, es dauert noch eine Weile, wir können kein Datum sagen oder so. Wäre okay, aber wenigstens sagen. Ja, also das war jetzt mein Ärgernis mit dem Shop, aber ich werde trotzdem dort wieder bestellen, weil jetzt weiß ich's, dass das eine Weile dauert. Ich werde auch nicht mehr meckern, weil das so wunderschön ist. So, so schön. Ich sag's euch, es ist so schön, dass man nicht mehr meckert. Wenn man es jetzt weiß, ist das in Ordnung. Und jetzt zeige ich es euch. Jetzt zeige ich es euch. Jetzt zeige ich euch erstmal, was ich gekriegt habe, weil ich so böse rumgemeckert habe. Also da habe ich mich mega drüber gefreut. Wie gesagt, das habe ich jetzt gekriegt, weil ich gemeckert habe. Das hätte nicht sein müssen. Also ich will da, wenn ich meckere, nicht abgreifen. Auf gar keinen Fall. Ich will nur wissen, was jetzt ist mit meiner Bestellung. Nicht, dass das irgendjemand falsch versteht, dass ich rummeckere, um was zu kriegen. Nein, mache ich nicht. Ich brauche lange, bis ich meckere. Aber ich möchte wissen, was ist. So, Schluss jetzt. Ich habe als Dankeschön oder als Wiedergutmachung oder wie auch immer diesen Stencil gekriegt. Finde ich sehr cool. Dann einmal hier so ein cooles Papier zum Ausschneiden. Mit Gold foliert. Richtig cool. Und dieses finde ich auch fetzig. Hätte ich mir jetzt nicht ausgesucht, aber es sieht schon sehr krass aus. Das und noch was. Noch was, was ich mir nicht ausgesucht habe. Das war noch da drin. Ein ganzes Paperpad. Da habe ich schon wieder so ein schlechtes Gewissen gekriegt, weil sowas meine ich nicht mit meckern. Ich meine nicht, dass ihr mir dann was schenken sollt. Da schäme ich mich dann schon fast wieder, dass ich rumgemeckert habe, weil mir das dann leid tut, weil ich das dann gar nicht annehmen kann, will. Aber ich nehme es, weil ich wollte nichts damit rausschinden. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe mich geärgert und wollte aber nichts dafür haben, für meinen Ärger. Naja, okay. Ich zeige euch das jetzt und ich höre jetzt auf, darüber zu reden. Es gab dieses Papier, Sweet Candies, und das ist alles hier von diesem AB Studio. Und das ist so, ja, guck doch mal, so geschichtet. So cool. Hier so eine Mullbinde. Also das Papier hätte ich mir jetzt so auch nicht ausgesucht, weil ich bin jetzt nicht so für blau, aber guckt euch das doch mal an. Mega. So blau-grün ist nicht so meins, aber da finde ich auf jeden Fall was ich damit machen kann. Dieses. Das mit so den schwarzen Spritzern, das finde ich immer sehr schön hier so angenäht. Sehr krass. Sehr, sehr krass. Ist auch relativ dick, das Papier. Und hier hat man dann auch immer so eine Seite noch, wo man sich was ausschneiden kann dabei. Hier Tags. Man könnte auch das nehmen, wenn man will. Ja, das war einmal das, was ich bekommen habe, weil ich so böse bin. Entschuldigung. So. Dann habe ich mir einmal so ein Transparent Foil bestellt. Habe auch hier leider keine Preise, weil hier, glaube ich, gar kein Zettel drin war. Das fand ich auch so, so schön. Da habt ihr hier so ein, ja, Acetate Folie mit verschiedenen Schmetterlings oder Fliegen drauf. Das kann man sich sicherlich mit dem Drucker selber machen. Ich habe keinen Drucker und deshalb habe ich mir das mitgenommen. Das könnte man entweder, kann man sich das ausschneiden
oder ja, so ein Teil davon als Tag in irgendein Heftchen machen oder so. Also ich finde das mega schön. Das, ich habe mir als Stempel gestellt. Wo sind die? Wir machen aus Papier und dann die Stempel. Ach, hier habe ich sogar, guck an, hier habe ich sogar die Rechnung. Also, die Schmettis. Hier am 19.05. habe ich die E-Mail geschrieben, die erste, ob mein Geld angekommen ist. Und die Bestellung war vom 14.05. Also am 14. Mai habe ich bestellt. Am 19. Mai habe ich gefragt, ob das Geld angekommen ist. So, das Transparent-Sheet hat gekostet 2,84 €. So, jetzt geht's los. Jetzt, das ist, Leute, ist sicherlich nicht jedermanns Geschmack. Alles so Watercolor-mäßig. Diese Papierserie heißt Pixie Dust. Hat gekostet 7,70 €. Es sind 7 doppelseitig bedruckte Papiere drin, 250 Grammatur. So, guckt euch das doch mal an. Ist das nicht goldig? Das ist so Mixed Media mäßig. Einmal hier zum Ausschneiden. Also das ist mal so was komplett anderes, finde ich. So schönes Papier. Finde ich Wahnsinn. Das. Wenn euch das Papier nicht gefällt oder wenn ihr das nicht sehen wollt, spult doch vor. Ganz zum Schluss zeige ich euch noch die Stempel, die ich bestellt habe. Guckt doch mal, wie süß. Ist hier ausschneiden auf, und hat man eine Karte fertig. Ich finde das so niedlich. Guckt doch mal, wie der guckt. So süß, den will man am liebsten mal drücken und ein Küsschen geben, oder? Ich finde den so niedlich. Ja, das ist ein bisschen. Das ist auch niedlich, aber nicht ganz so. Nicht so, das hier. Oh. Genial. Und dieses. Hier kann man auch wieder, hier ist er wieder. Ach, wie niedlich. Also echt krasses Papier, finde ich. Also wenn man sich die ausschneidet, aber wie Kärtchen. Das war Pixie Dust. Als nächstes haben wir Shine Your Light. Also da gibt es nicht nur solches Papier. Gibt auch so ein bisschen was Blumiges. Das hatte ich euch ja in einem anderen Haul gezeigt. Aber da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, wenn ihr damit leben könnt, dass ihr eine längere Lieferzeit haben. So, Shine Your Light hat gekostet auch 7,70 €. Auch 7 doppelseitig bedruckte Papiere drin. Da haben wir sehr bunt, aber trotzdem, ich finde es irgendwie so interessant, das Papier. Ach hier, ach niedlich. Als wenn das ein Kind gemalt hat, oder? Ja, das ist jetzt nicht so mein Fall. Das hier finde ich sehr niedlich. Auf dem Cover von einem Album oder so. Richtig niedlich. Das. Sind hier komplett ausgerastet mit der Farbe. Trotzdem, ich finde, es hat irgendwie was. Irgendwas gefällt mir da so mega. Hier wieder Text zum Ausschneiden. Und dieses. Vielleicht fällt es mir auch ganz schwer, damit zu basteln. Kann natürlich auch passieren. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Aber ich will es mal versuchen. Dann habe ich mir ein einzelnes Papier bestellt. Und zwar diese Tags zum Ausschneiden. Hier ist wieder ein bisschen gedecktere Farben. Hier dazu passend habe ich mir dann noch
ein 6x6 Paperpad mitgenommen. Die Serie heißt, also diese Kollektion heißt Cream. Blättern Sie mal schnell durch. 1, 2, 3. Hier ist das Ganze nochmal in klein. 3 Stück von jeder Sorte. Das ist auch sehr dick. Das wird dieselbe Grammatur sein wie das. Das. Also so als Kartenhintergründe, oder? Finde ich echt mega. Dieses, und weil mir das so gut gefallen hat, das Ganze nochmal in 12x12. Ja, ist nochmal dasselbe, aber es ist eben doch immer nochmal was anderes in groß. Hier. Herrlich. Hier haben wir das nochmal. Ich weiß nicht, vielleicht so ein Junk Journal oder so könnte ich mir damit richtig gut vorstellen. Das war die Kollektion Cream. Und das letzte Papier, dann kommen wir zu den Stempeln. Diese Kollektion heißt Somewhere Over the Rainbow. Auch richtig, richtig schön. Hier hatte ich mir ja solche Stempel bestellt, gell? Mal sehen, wie man das kombinieren kann. Oder hier eine Idee, wie man die benutzen kann, die Stempel. Kann man mal ein bisschen abgucken. Hier hat man schon 4 Kartenhintergründe. Richtig, richtig genial. Also alles mit Aquarelltechnik. So, so schön. So schön. Hatte ich schon gesagt, dass das Papier so schön ist. Das. Und das. So, das waren die Papiere. Jetzt habe ich euch gar nicht mehr gesagt, was die kosten. Also die Papiere haben alle 7,70 Euro gekostet. Und das 6x6, der 6x6 Block 6,19 Euro. Finde ich vollkommen okay. Die Transparentfolie 2,48 Euro, hatte ich euch gesagt, gell? So, das dazu. Und jetzt kommen wir zu den Stempeln. Das sind Gummistempel. Und na, hier habe ich gedacht, es ist ein bisschen größer. Es ist wirklich sehr klein. Aber es ist so ein spitzen Hintergrund. Ja, der hat gekostet. Welcher, was ist denn das? Lace Background, 5,23 Euro. Ich habe leider noch nicht versuchen können, wie die stempeln. Aber können wir gerne ein Video machen dazu. Dann mein absolutes Highlight, Washi heißt der. Washi Tape, glaube ich. Genau, das hat 3,58 Euro gekostet. Und das finde ich richtig cool. Dann einmal eine Motte, finde ich richtig schön. Die hat gekostet 6,60 Euro. Das ist schon teuer, gell? Das Papier ist relativ, ja, finde ich in Ordnung. Aber das ist schon teuer. Jetzt bin ich nochmal gespannt, wie die Stempel. Die sind auch schon montiert. Also da können wir gleich loslegen. Genau, hier müssen wir uns das noch abziehen. Und dann kann man losstempeln. Das. Dann einmal, der ist wieder etwas größer. Der hat 6,33 Euro gekostet. Das ist hier so Eukalyptus, würde ich sagen. Finde ich sehr schön. Dann noch einmal ein Hintergrund, finde ich auch mega. Der hat gekostet 7,15 Euro. Wie gesagt, wir probieren das nochmal aus zusammen.
Dann fand ich den so niedlich. Das ist ein Hamster, der hat 4,40 Euro gekostet. Ich denke mal, guckt mal, 4,40 Euro und der 7 Euro, weil, wahrscheinlich, weil der so viele feine Einzelheiten hat. Ich weiß nicht, ob die das Hand machen, also ob das handgemacht ist. Jeder Einzelne, na gut, sie machen jeden Einzelnen. Also es gibt auf jeden Sinn, das alles spezielle Sachen, die es da gibt. Hier den süßen Hamster fand ich so cool. Und am allergeilsten war hier 7,43 Euro, hier diese fette Biene. Die finde ich so, so cool. Und das war jetzt auch das letzte Teil. Und dann haben wir es geschafft. Das war's mit meinem Haul. Ist wieder ein bisschen Papier dazugekommen und überhaupt ganz viele andere Sachen. Das war's. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Schreibt mir doch mal gerne, was ihr von dem Papier haltet. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das so findet. Und dann war's das für heute. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Habt schönen Dank fürs Zusehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.